Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schimmer, Paartherapeut, Beziehungscoach. Und es ist soweit, jetzt nochmal ganz offiziell, unser Black Friday Code ist raus. 25% wieder auf alle Online-Kurse bis Sonntagabend. Das ist dann der 19. Also nutzt es, ihr wisst ja, gibt es sehr selten bei mir diese Codes und könnt ihr einfach in der Kaufabwicklung eingeben, egal wie ihr zahlt. Könnt auch mit Bitcoin zahlen, mit PayPal, Kreditkarte, Banküberweisung, alles Mögliche. Deckt euch einfach ein für die nächste Zeit. Gilt auch für die Bundles übrigens und auch für die Mentalheld-Kurse, diese neuen. Ja, jetzt mal wieder eine Dating-Mail von Schnefschana. Immer diese Russin, alter Verwalter. Schlimm mit euch. Und ja, es geht um Dating und ja, sie ist angesprochen worden im echten Leben. Und naja, ich gehe einfach mal rein. Hallo Christian, hier ist Schnefschana und ich habe alle deine Podcasts durch. Ja, machen wir die fucking Kurse, wobei ich könnte fast schon wetten, dass du vielleicht einen Datingkurs für Frauen gemacht hast, wenn ich das hier so richtig lese. Meine Frage, ich wurde tatsächlich von einem Mann beim Einkaufen angesprochen. Nachdem ich ihn angelächelt hatte, hat er mich daraufhin angesprochen. Wir haben Nummern getauscht und uns noch am selben Tag kurz zum Quatschen beim Spazierengehen 30 Minuten getroffen. Also das sogenannte Null-Date, wie ich das immer nenne. Siehe mein Buch, Der Liebescode. Hoffe, wir sehen uns übrigens bei der Lesung in München. Gibt es noch ein paar Tickets? Das ist, boah, ist auch schon eine Woche, ey, wie die Zeit vergeht. Ey. So, daraufhin wollten wir uns ein paar Tage später am Freitag wieder treffen in einem Lokal, jedoch kam es nicht dazu, da er mir bereits vorher verklickert hat, dass er gerade erst geschieden worden sei und aktuell nichts Festes will. Oh Gott, ey. Ja gut, aber ja, sein gutes Recht. Und immerhin sagt das gleich, ist doch alles, ja, er muss das ja nicht wollen. Also eigentlich alles gut, schnell geklärt. Super Start gehabt und dann aber auch gleich, wenn man so will, eine, ja, also soll man es jetzt Red Flag nennen. Also auf jeden Fall irgendwas, was du nicht willst. Und ja, das ist doch alles gut. Ich müsste das verstehen, aber er wolle sich dennoch treffen und mich kennenlernen. Ja, ist sein gutes Recht, das zu wollen. Und du musst es nicht wollen. Ich bin da gleich auf Abstand gegangen und habe abgeblockt. Ich habe geschrieben, dass wir uns dann erst gar nicht treffen brauchen. Ja, richtig gut. Auch von dir super gehandelt. Wenn er nichts Verbindliches will, denn ich will das aber. Ich finde das manchmal auch so blöd, das immer gleich am Anfang zu sagen. Vielleicht findet man sich ja so toll, dass man dann was Verbindliches will. Warum kann man nicht einfach sagen, ja, lass mal gucken, wo es hingeht. Aber andererseits, wenn er es wirklich ganz sicher weiß, ist es ja auch gut, wenn er es sagt, ne? Es geht mir jetzt trotzdem schlecht, weil ich mich so gefreut habe, dass mal so etwas passiert ist. Wieso ist Dating nur so deprimierend? Online mache ich nichts mehr aufgrund von negativen Erfahrungen mit Bindungsunwilligen. Sonnige Grüße, weiblich 40, Single, kinderlos. Ja, also, wie soll ich das jetzt mal sagen? Ja, stell dir mal vor, du hast so einen Dreh gefunden, dass dir jeden Tag jemand ein Essen schenkt, sagen wir mal so, ne? Und jemand schenkt dir ein Essen und das ist aber zufällig, du magst jetzt zufällig, magst du keine Tomaten und in diesem Essen sind Tomaten drin. Würdest du dann auch sagen, ey, oh Gott, wie schlimm, ausgerechnet in diesem Essen sind jetzt Tomaten, oder würdest du sagen, hey, da kommt ja morgen neues Essen und warum sollten da jetzt auch wieder Tomaten drin sein? Man kann ja auch mal mit Zucchini kochen. Also das ist ein bisschen die Frage, worauf ich hinaus will. Das ist natürlich zugegebenermaßen sehr hinkender Vergleich, aber worauf ich hinaus will, du kannst jetzt sagen, das Glas ist halb leer. Aber da ist nichts draus geworden. Oder du kannst sagen, das Glas ist halb voll. Wow, ich habe es geschafft, dass so in der Polarität ich ja an der Kühltheke jemand kennengelernt habe. Und warum sollte das jetzt nicht jeden Tag passieren? Also mit jedem Tag übertreibe ich jetzt vielleicht ein bisschen. Aber wenn wir
manifestieren wollen. Apropos Manifestationskurs, könnt ihr natürlich auch buchen mit dem Code. Dann wollen wir immer, zumindest immer so eine Haltung haben, dass Dinge möglich sind, ne? Dass sie möglich sind. Also sie müssen ja nicht passieren, weil sie sind möglich, ne? Und warum solltest du jetzt, wenn du da jetzt einmal Erfolg mit hattest, und das so super hingekriegt hast, also ist ja alles super gelaufen bis dahin, warum sollte es nicht das öfter passieren? Also man kann jetzt nicht nur, weil man jetzt mal geschafft hat, dass dann jemand anspricht im echten Leben, davon ausgehen, dass es dann sofort irgendwie in einer Ehe endet mit Goldhochzeit. Ne? Nee, das ist so nicht. Also ich würde trotzdem sagen, die Chancen sind besser. Auch für, ich würde auch sagen, das Glas ist mindestens halb voll, weil es auch nichts Toxisches passiert ist. Ihr habt sofort geguckt, er will 7 Kinder, ich will nur ein Kind, passt nicht, sozusagen. Ja, daten wir halt nicht. Also aus meiner Sicht ist das optimal gelaufen. Und ich kann mich aber auch erinnern an Situationen damals mit meinem Dating-Coach. Ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal so ein, wo ich so dachte, boah, das ist jetzt, habe ich mal wirklich eine Frau gedatet, völlig außerhalb meiner Liga, wow. Und das ist dann nach 2 Wochen auseinandergeflogen. Da war ich auch ganz traurig. Ich hatte auch gesagt, hey, sei doch froh, dass du jetzt den Code geknackt hast. Und es ist doch jetzt nicht so schlimm. Also der hat immer gesagt, hey, manche Menschen erleben nie sowas. Und das ist doch so alles gut. Ist doch großartig, ne? Und also deswegen kann das total verstehen. Aber ich dachte jetzt das Gleiche. Das ist doch großartig. Weil dir passieren tolle Sachen und warum sollten die nicht öfter passieren? In diesem Sinne, mach die fucking Dating-Kurse oder auch den Manifestationskurs auch eine coole Sache, wenn immer wieder tolle Sachen manifestiert. Und wir sehen uns bald wieder. Nutzt den fucking Coach Black Week 25 bis Sonntag. Ciao, ciao.